Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded mit Voucher und mit Blödalderle. Schön, dass ihr da seid. Es geht gleich weiter, wo ich gestern angekündigt habe, dass es weitergeht. Ich hatte ein kurzes Zeitfenster für Farmen und habe gedacht, komm, ich mache kurz eine Offscreen-Einheit, hol ihr Materialien für die Lager. Ihr seht, ich habe einiges geholt. Ich habe nämlich noch eine kleine Idee für unsere Base und da möchte ich morgen mit euch ran. Da freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir endlich ein sauberes Zuhause, eine schöne Werkstatt, wo wir dann alles richten können. Wir trinken noch kurz Essen, beziehungsweise essen, trinken, habe ich nichts mehr. Sind die schon fertig? Jo, die sind fertig. Achso, ich habe ja mein Beutel hier drin. Dann trinken wir mal hier einen Schluck. Und ich glaube, für das Kleeblatt brauchen wir auch das hier. Und ich nehme mal so ein Taucher-Dings da noch mit, sicherheitshalber. Taucherhelm. Das müsste da normalerweise reichen. Habe ich es nicht markiert gehabt? Doch, da. Aber ich habe gestern habe ich es angekündigt. Jetzt machen wir es auch. Das ziehen wir jetzt einfach mal durch. Oh oh. Wir brauchen eine Puste. Ich glaube, die geht vor. Ne, die geht nicht vor. Was jetzt wirklich vorgeht, ist, dahintere zu kommen. Pass auf. Gestern hatte ich ja gesagt, ich will noch ein Bombi im Nahkampf probieren. Das machen wir jetzt auch. Ich hatte gesagt, ich möchte eine Schnake probieren, weil wir eine Waffengattung jetzt uns aufgewertet haben, die gegen Schnaken richtig gut abgehen sollen. Probieren wir. Wir werden das Kleeblatt holen und damit den zweiten Perk. Und weißt du, wenn wir jetzt eh schon hier rumschampern und den ganzen Tag vor uns haben, würde ich auch noch gerne ein paar Beerenbrocken holen, damit wir eventuell die Chance haben. Ich gucke nach der kleinen Spinne hier immer. Dann haben wir vielleicht die Chance, da auch vorrätig Leder schon mal zu craften. Und dann müssen wir das an der Base machen und danach gehen wir ins Labor, ja, ins dritte. Das mit der Base müssen wir vorziehen. Ich brauche das, weil ich dann schöner vorbereiten kann. So, aber jetzt bin ich mal gespannt. Das ist natürlich ausgeschmusiert, aber es ist nicht so schlimm. Den einen Bombi hätte ich gerne noch im Nahkampf gemacht jetzt. So. Den pulle ich noch nicht mal. So. Typ. Jetzt probiere ich es mal so, indem ich immer wieder weglaufe von ihm. Dann gehe ich für 3 Schläge oder so hin. Und dann gehe ich wieder hin. Spuckt er wieder. Für mich eine Möglichkeit. So kriege ich ihn, glaube ich, am besten. Weil dieses Gegifte, was der macht. Selber neiglaufen. Selber neiglaufen. Jetzt haben wir das Problem, dass ich gerade keine Energie mehr habe. Das ist natürlich scheiße. Die hasse ich, die Explosion. Die kann ich gar nicht richtig einschätzen. Siehst du, du kriegst nämlich trotzdem Schaden hier, ne? Das ist natürlich nix. Alter. Ich mach den in Zukunft einfach mit der Armbrust. Weil es ist echt ein ganz, ganz herber Unterschied, wie leicht der mit der Armbrust zu machen ist, wenn wir in Zukunft so machen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Habe ich noch irgendwas Cooleres? Ne, habe ich nicht. Egal, gehen wir weiter. So. Wollen wir jetzt die Bärchen gleich holen und dann darüber schießen? Ich glaube, das machen wir bis dahin. Ist auch mein Leben wieder hoch, ne? Können ja mal gucken, ob wir noch irgendwo ein Tröpfchen oder so einsammeln können, dass mein Trinkschlauch wieder voll ist. Schnage machen wir dann entweder beim nächsten Mal oder auf dem Rückweg. Jetzt im Moment wäre es blöd hinzulaufen. Also man kann es schon mit Taktik machen. Das Problem ist ganz einfach bei mir im Moment. Seid ihr da? Ich habe durch diese Aufwertungen und alles bin ich so vom Gedanke her, schnetzel mich kurz durch den Garten durch, ne? Aber so einfach ist es dann doch nicht. So, zack, haben wir wieder einen. Man muss schon trotzdem noch die Mechaniken berücksichtigen. So Imbale Pimbale sind wir halt jetzt noch nicht. Stopp. So, Trinkschläuchle ist wieder voll. Dann gehen wir mal gucken, dass wir ein paar Bärchen einsammeln. Vielleicht liegt doch eine Feder hinten, da hätten wir da auch wieder ein bisschen was. Schöne Geschichte. Dann machen wir das Labor. Machen wir auf jeden Fall als nächstes, freue ich mich auch drauf. Und der schwarze Ameisenhügel wird so das erste Dungeon, wo ich dann wirklich, wirklich mich turbo drauf freue. Also ich freue mich auf alle, aber das ist schon nochmal, da war ich einmal bis jetzt mit euch im Stream, ne? Und da war das im Ameisenlabor, wo dieser eine Extremo-Roboter war. Erinnert ihr euch? Es gibt so einen Boss-Roboter, der so extrem
Also da ist viel Mechanik drin gewesen. Kannst du da drauf hupfen? Ist nur mit der Balance nicht so deins, gell? Dann schieb sie raus, komm. Ich habe keinen Dolch dabei jetzt. So, das muss reichen, um hinzukommen. Du darfst nur nicht nochmal dran stumpen. So, langsam, langsam. Diggerle, diggerle. So, perfekt. Dann haben wir schon mal zwei. Da ist eine Spinne, auf die habe ich jetzt aber überhaupt keinen Bock gerade. Sollen wir hier hochgehen? Aber da bin ich ja auch im Spinnenland dann drin. Da will ich, ich will da jetzt momentan nicht sein. Die sammle ich auch ein. Normalerweise sind hier oben ja auch mal gleich 1000 Stück, ne? Hier gibt es auch noch so viel zum Sammeln und so. Übrigens an der Stelle ganz, ganz lieben Dank für die Rückmeldungen auf die Frage in die Runde, wie wir an die Steckdosen-Molar kommen. Ganz klarer Fall. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Die meisten von euch haben gesagt, Mensch, bau dich hoch. Klar. Beste Waffe gegen die, gell? Ja, die auf die kleinen Vergifterspinnen habe ich jetzt echt keinen Nerv. Aber sie auf mich, hä? Oh, ich erinnere mich, wir wollten einen Gleiter holen. Wie wäre es, wenn wir das jetzt kurz machen? Hey, wie gut! Danke, Spiel! Vielen, vielen Dank. Es hat uns erhört. Das hat uns erhört. So, jetzt gehen wir mal zum Kleeblatt, bevor das gar nichts mehr wird heute. Wollen wir hinschwimmen? Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist. Ich weiß nicht mehr genau, wo das ist. Und ein Teil der Infos, die sind aus den Kommentaren, ganz klarer Fall. Leider zu einem Zeitpunkt, als ich sie noch nicht wirklich gebraucht habe, aber gut. Jetzt haben wir sie schon und zusammengepackt ergibt es jetzt hoffentlich den Erfolg der zweiten Phase dieses Perks für die Grid-Geschichte. Ne? Hier rechts war auch immer mal eine Schnago. Oh, die Lavas, da brauchen wir doch auch noch welche. Warte mal, ich gehe mal kurz rüber. Wir haben doch mit dieser Waffe gestern festgestellt, wie toll die zu schnetzeln sind. Ne? Ich höre nichts summen, das heißt aber nichts. Wo sind die jetzt bitte hin? Ich muss nachher nach der Folge unbedingt kurz gucken. Mein Stückle randaliert gerade, höre ich. Haben eigentlich die goldene Milf schon? Die haben wir noch nicht, oder? Hey, wir haben 55 Milfis schon gemacht und keine goldene bis jetzt. Okay. Ja, ich habe schon gelesen aber von euch, dass einige wirklich extrem viele Viecher machen mussten, um an die Dings zu kommen, ne? An die goldene Karte zu kommen zum Teil. Wo bist denn du? Wenn ich jetzt zu den Lavas dahinter laufe, dann hätte ich eigentlich... Ne, das machen wir jetzt nicht. Zur Not bleibt die offen, die Quest. Hier sind gerade zwei rumgelaufen, ich sehe sie nicht mehr. Sind bestimmt hintere geschnalzt, ne? So, aber hey, wenn das so stimmt hier, wo ich markiert habe, dann sind wir auch ganz gefährlich nahe am Wolfsspinnengebiet, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß, dass es irgendwo ein Blatt gibt, an dem man sich orientieren kann. Aber... Hey, wo ist meine Markierung jetzt? Alter, da oben erst... Ganz übel ist, dass ich sie hier gerade nicht mehr sehe, ne? Wieso sehe ich den Marker jetzt plötzlich nicht mehr? Bin ich so blind? Das könnte es übrigens sein, da vorne das Blatt. Ist hier ein Höhleneingang? Jo, ich glaube, wir haben es schon gefunden. Habe ich es gut markiert? Ja, ziemlich cool. Komm, wir gucken es uns an, ob das das ist, was wir brauchen.
by the power of Helion, champion of the sun. Ich meine, hier war's. Muss ja praktisch, ne? Guck mal. Map habe ich aufgemacht, dass ihr seht, wo das ist, ne? Für die, die es nicht wissen. Boah, Alter, wie. Ah, das kann natürlich sein, wenn das jetzt hier versperrt ist, dann haben wir das Problem, ich habe einen Dolch vergessen, ne? Wie weit geht's denn da rein, Alter? Cool. Da ist es. Vierblättriges Kleeblatt. Und die Coup de Grasse. Okay, wir haben den. Jetzt haben wir 5% kritische Trefferchance-Erhöhung. Das kann man hoffentlich nicht wegmachen. Ne? Ich würde es nämlich jetzt tatsächlich auch dran lassen. Ich baue mal die Sachen hier ab. Das nehmen wir natürlich mit. Die brauchen wir ja sowieso, ne? Bevor wir ins Labor gehen, würde ich auch tatsächlich wahrscheinlich nochmal eine Mini-Aufwertung machen. Also zumindest nochmal. Alter, machen wir die Lampe kurz weg und gib mir mal einen Fotomodus, einfach weil ich es mal sehen will. Sehr, sehr cool. Süß, oder? Ich finde es total süß. Ich speichere hier mal, falls ich ein Screenshot später noch mache. Nimm mal alles mit, was hier unten ist, ja, oder? Nimm die Lampe wieder, dann sehe ich ein ganz kleines bisschen besser. Ist hier sonst noch irgendwas bei dem Kleeblatt? Oder muss man es wegbauen? Ich weiß es nicht. Boah, oberster Marmor, brauchst du einen Dreierhammer. Oberster Quarzit. Braucht man auch einen Dreierhammer. Okay. Aber die merken wir uns, die Brocken, ne? Du, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es hier nicht noch so ein Armband für uns vielleicht gab. Weil im Moment sehe ich es nirgends. Ich meine, da lag mal eins. Ob das natürlich jetzt nach dem Release immer noch so ist, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch hier drunter. Unter diesen obersten Quarzimazis. Keine Ahnung. Ich muss es jetzt probieren einfach. Ich habe ja gespeichert. Gott sei Dank nicht. Nö. Also, falls ich es jetzt hier nicht... Ich sehe es tatsächlich nicht. Ich habe jetzt gezielt geguckt, ob noch was da ist. Vielleicht entdeckt ihr es ja. Weil wir holen ja irgendwann diese obersten Quarzit-Sachen. Dann würde ich nochmal reingehen, ne? Ansonsten hauen wir jetzt hier ab. Den Perk haben wir. Was steht denn jetzt an? Weiß gar nicht mehr. Vielleicht ist es auch unter Wasser irgendwo. Ne. Was steht denn an? Da ist es tatsächlich. Es gibt eins. Guck, hier ist es. Wie heißt es? Shops Siri. Ich guck mal es gleich an. Ich will erstmal nur schön den, wo ich Luft kriege. Was wäre denn jetzt noch auf dem Plan gestanden? Ein paar Bärchenleder mehr und die Quests wollte man noch erledigen heute, ne? Und morgen hauen wir dann kurz die Base hoch, so wie ich sie mir vorstelle. Da freue ich mich schon drauf. So. Weiß nicht, wie sicher wir hier sind, aber es müsste eigentlich reichen, dieses Ding probieren. Schaps. Oh ja, das ist ein schönes. Gefällt mir gut. Ja, guck mal hier. Ja, das gefällt mir ganz gut. So, warte mal, schön. Jetzt müssen wir erstmal orientieren. Baum ist da. Und da vorne gab es doch auch nochmal diese Lava-Jungs, oder? Wie kann denn er jetzt... So. Lass uns mal davor laufen. Das ist ein Weevil. Hier sind wir schon im Bereich vom trockenen Gras. Haben wir das hier schon entdeckt? Offensichtlich nicht, ne? Spinne? Nö, da waren wir noch nicht. Die hat irgendwas gesehen. Ein Riegel sehe ich spontan keinen. Wir hören zu und ich laufe mal weiter Richtung Baum, ne? It's not normal. Omnid may not believe in it, but I know its potential. Though I must figure out how to return shrunk objects to their original size. The first step will be to address the particle transcription errors.
It seems almost certain that the irregularities are responsible for the failure during the demonstration. Burgle, please bring up all the lab data about the unknown particles. Happy to be of service. Notes will be prepared and delivered to your table in 4 hours or less. 4 hours? What are the chances for less? Delivery estimate will be prepared in 2 hours or less. An auspicious beginning. Alter, aber erschrocken bin ich schon gut jetzt mit der. Wollen wir die Schnake noch machen? Einfach weil ich es gestern so angekündigt habe. Kommen wir mal an die Schnake noch. Ey, was brauchte ich nochmal für einen zweiten Trockenständer? Weil der fehlt nämlich auch noch. Bombardier, Käferbrocken. Hast du der Amboss dabei? 17 Pfeile müssten reichen. Hier ist doch immer ein Bombi gewesen. Da müssen wir ja auch noch rein hier unten. Aber da gibt es eine Quest, die wir abwarten. Kriege ich den nicht? Nee. Hat er sich zurücksetzt bestimmt, oder? Mal so knapp. Wie viel Bombardierkäferbrocken brauche ich noch? Might up ahead, the goblin of the backyard. You know what they say? A foolish consistency is the hobgoblin of little mites. Gut, aber mit den Milf-Sachen können wir uns auf jeden Fall neue Dinge bauen. Nehmen wir gleich noch ein paar Distelstacheln mit. Ja, wenn wir schon hier sind. Komm, es wird eh schon Nacht. Wir müssen dann eh gleich heim. Dann können wir vielleicht tatsächlich die Mission noch fertig bauen heute. Ich sammle mal ein, ne? Ich glaube, der nächste Perk, den ich mir hole, ist mehr Rohstoff-Stacking. Also milchmolartechnisch, ne? Da sind wir bei 15. Da geht es noch höher. Das wäre schon cool, weil Rohstoffe farme ich am meisten. Pfeile und so brauche ich jetzt kein höheres Stacking am Anfang. Egal, das reicht jetzt aber auch, komm. Guck, dass du heimkommst. Bevor nochmal irgendwas passiert, was wir nicht brauchen. Aber Bombardierkäferbrocken habe ich jetzt nicht genug, ne? Für den. Ein Brocken fehlt. Die zwei Bombis, die haben wir gemacht. Ich muss gucken, ob ich daheim welche weggeräumt habe. Weil ein zweiter Trockenständer wäre schon cool. Wenn nicht, gehen wir gezielt die Bombis machen. Wir sind ja bald nochmal bei der Steckdose hinten. Da bauen wir uns dann hoch für den Milchmolar. Und da können wir dann die Bombis mitmachen, die da hinten in der Ecke sind. Machen wir dann nach dem Labor, alles gemütlich. So, jetzt sind wir erstmal wieder zu Hause. Könnte ich schon wieder jetzt einfach nur alles umswitchen und ganz kurz hier die ganzen Eicheln einsammeln. Was zum Essen hast du, glaube ich, noch oben. So, wir gehen mal gucken. Schubdubidubidu, schubdubidubidu. Ja, Bröckelchen für uns. Zack, zack. Und schon ist das hier klar. Bombardierkäferbrocken. Das sind... Jo, guck dir das an. Babymäßig, oder? Würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist total babymäßig. Bauen wir uns auf. Muss ich halt neue Farmen wegen Dings wieder reparieren. Aber hey, gibt's ja auch weitaus Schlimmeres. So, Seile habe ich jetzt natürlich hier erstmal keine auf Vorrat. Das habe ich schon umgeräumt, wie ihr seht. Das gucken wir uns dann alles in aller Ruhe an. Die 6 Seile, die farmen wir jetzt händisch geschwind.
Ich will da morgen dann einsteigen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich es nicht zeigen will, sondern wenn ich da jetzt rübergehe in die Ecke, dann möchte ich auch drüben bleiben und dafür reicht jetzt die Folge heute nicht mehr komplett. Deswegen dann morgen schön gemütlich. Ne? So, 3 ist ein Seil. Ich muss gleich in die Küche. 2. 3 sind dann 2. Oder holen wir doch die Seile? Ah ne, hier ist Zeug. Ich muss in die Dings, in die Küche, sage ich schon, nach meinem Stückle gucken halt, ne? Die geht da draußen ab. Die, da muss ich gucken, was die macht gleich. So. Dann könnten wir morgen das Ding hochziehen und dann schauen wir mal, dass wir uns soweit vorbereiten, dass wir in das Haze-Labor können, ne? Wäre dann übermorgen. Oh, die Quest wollte man noch machen. Fällt mir gerade ein. Aber wie viele Seile kannst du denn jetzt? 5, 7. Das war's. Also dann machen wir jetzt noch kurz die Quest gemeinsam fertig. Wird heute vielleicht ein bisschen eine kürzere Runde. Dafür dann morgen wieder Standardlänge. Den Wurm nehme ich jetzt auch noch mit. Den haben wir auch noch nicht gescannt. Habe ich ihn zwar. Aber hier haben wir auch noch keine goldene Karte. Und ich glaube, von den Würmern haben wir mittlerweile auch schon einige gemacht. Die sind neutral, gell? 26. Gut, vielleicht können wir da noch gleich ein bisschen. Jetzt machen wir mal den Trockenständer schon klar. 2 Stück sind auf jeden Fall Minimum. Au, und die Ding wollten wir doch auch aufbauen. Das könnten wir vielleicht noch kurz machen, Leute. Wenn ihr wollt. Jetzt pass auf. Stachelsprössling. Ich guck mal, ob ich die Sachen habe. Stachelsprössling. Oh, boah, wieder mal 2 Seile. Okay, und die Bienenschulterschutz, bei dem weiß ich es nicht. Bienenschulterschutz. Ach, da fehlen die Pelze und die Leder. Ey, aber die Quest, die brauchen wir ja nicht unbedingt, oder? Pass auf, wir wollten doch hier. Machen wir dann auch morgen mit, weil ich muss da, wie gesagt, wenn ich da jetzt rübergehe, dann machen wir das nämlich jetzt anders. Was fehlt mir denn hier noch? Dann holen wir jetzt noch einmal kurz für morgen ein Lager voll Stängel. Ja, das machen wir jetzt eben. Dann haben wir morgen noch mehr und dann kriegen wir das auch fertig. Das ist jetzt so ein typischer Moment, so mache ich das auch wirklich, auch wenn ich es jetzt nicht aufnehmen würde. Ich ziehe jetzt diese Vorfreude raus, die ich habe, weil ich unheimlich überzeugt bin davon, dass dieser Base-Abschnitt, den wir morgen bauen, dass der richtig cool wird. Und das will ich dann in aller Ruhe, ne? Komplette Folge brauche ich da. Natürlich morgen mit Saftsammler aufsetzen. Ihr habt ja geschrieben, dass die mittlerweile ganz okay laufen. Und gerade für den Moment, wenn du mal geschwind brauchst, ne? Wer weiß ihn. Da würde ich einfach mal so 4, 5 Stück aufsetzen in der Nähe von unserer Base am großen Baum. So, das hier macht ja Sinn. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ich habe die Lager schon gefüllt. Aber wenn wir jetzt noch einmal das Ding hier zusammen weiterfüllen, ist es noch geiler. So, dann ist es heute die... Was ist das heute für ein Tag? Müsste Donnerstag sein. Das heißt Freitag und Samstag, Sonntag sind wir dann labormäßig auch soweit. Also ich schätze mal, dass wir spätestens am Sonntag durch haben. Und dann kommen eher neue Sachen für mich. Wobei wir wahrscheinlich nochmal gucken müssen. Dankeschön. Wir müssen mal gucken. Ich will auch noch eine coole Zweihandwaffe ein bisschen aufgewertet. Und aufwerten können wir auch noch geschwind. Ach so, ich hätte ja auch welche tragen können. Aber ich hole einfach das andere Lager. Wir machen das andere Lager noch voll geschwind. Macht am meisten Sinn, finde ich. Weil die Stängel, die brauchen wir, Leute. Die brauchen wir. Wir werden mehr Stängel bauen als Graszeug, ne? Guck dir das an. Da können wir schön aus den Vollen schöpfen, brauchen nicht ständig los. Und wenn uns dann am Ende der Folge noch eine Kleinigkeit fehlt, dann ist das so. Dann geht man nochmal kurz los, zwitschern. So. Ja, weißt du, ich presse jetzt auch nichts mehr. Wir machen jetzt hier das Lager noch gemeinsam voll. Dann gehe ich pennen. Und morgen gibt es dann diesen Base-Abschnitt. Wenn das alles klappt, wie ich es mir vorstelle, haben wir da, wo wir jetzt aktuell alles aufgebaut haben, ab morgen nur Lager für Stängel und Gras. Die kann ich dann immer schön füllen. Und an diesem Häuschen am Stamm, an dem ersten, das wir gerade bauen, haben wir dann ab morgen unsere Werkstatt. Und wenn alles klappt, eine ziemlich cool automatisierte, soweit es geht,
Halt, hier musst du hin. Hey. So, jetzt haben wir nur das Problem. Ich hätte jetzt schon Bock, dass ich hier noch was rein... Da vorne steht doch noch einer. Den nehmen wir auch noch. Den nehmen wir auch noch. Und die da können wir... Warte mal geschwind. Ich mach's andersrum. Ich würde die rausmachen. Und die reinmachen. Diese Unterwasserdinger, die... Wenn wir die mal brauchen, haben wir sie noch. Sehr cool. Okay, das war auch ein kleiner, aber ist okay. Das Lager ist so gut wie voll. So. Jetzt gehen wir noch kurz heim. Ja, komm, weißt du was? Was heißt pressen? Jetzt gehen wir heim und wir machen jetzt noch eine Aufwertung, wenn wir die Mats haben. Die drei Rüstungsteile und das Schwert. Mit dem Schwert spiele ich gerade unheimlich gern, weil es super schnell ist. So. Schwupp. Guckt dir das an, wie viel Stängel wir da jetzt auf Vorrat haben, Leute. Da können wir schön schöpfen, oder? Dum, 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 dum. Sehr, sehr geil. Wir brauchen. Ich habe alles noch den Helm auf. Also pass auf. 5. 10, das ist immer dieselbe Anzahl, ne? Auf der Wertungsstufe. 15 spröde Panzerung. 15 spröde Panzerung. Warte mal, der muss hier. 15 spröde Panzerung. Oh. Ah. Hä? Wie viel habe ich denn jetzt? Ja, das reicht doch. 25% Verteidigung. Ist schon ziemlich cool. Und dann hätte ich gerne mein Schwert noch um eine Stufe aufgewertet. 8 spröder Schleifstein und 3 sind offensichtlich da. So, warte mal kurz, wir machen das so. 8 spröder Schleifstein, dann machen wir mal 5. Dann müssten wir theoretisch jetzt unser Schwert noch eine Stufe aufgewertet kriegen. So. Also, jetzt sind wir soweit ausgerüstet. Morgen machen wir uns hier nochmal nützlich. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann gehen wir Richtung Labor. Und da brauchen wir auf jeden Fall eine Gasmaske. Und ich meine, hier haben wir ja schon mal eine. Wenn man die ein bisschen repariert, dann ist die doch wahrscheinlich ausreichend. Oder sollte man da 2 mitnehmen? Hier haben wir keine mehr hängen, ne? Sollte man da 2 mitnehmen? Ist das was ich geschwind umsetzen könnte? Wäre schon cool. Jo, kriegen wir auch. Machen wir uns noch eine zweite. Leute, ich hole euch morgen hier rein. Und dann machen wir unserem Nerdalterl ein schönes, hübsches Zuhause. Sodass hier frei wird für weitere Lagerfläche. Freue ich mich drauf. Bis dann.